Ja, moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Chris. Wenn ihr wissen wollt, was es mit dem Zeug da drin so auf sich hat, dann solltet ihr dabei bleiben. Also, bis gleich. Bevor ich jetzt vergesse zu erwähnen, was meine Kriterien für den Campingausbau sind, Low Budget, da möchte ich diese Winkelmetallstücke, die Beschläge, möglichst wenig von benutzen. Dann drittes Kriterium, ich möchte möglichst viel Handarbeit anwenden. Das heißt, Kreis, das möchte ich mir ausleihen, habe ich jetzt gerade keine eigene, möchte ich vermeiden. Also ich werde viel Handarbeit mit der Handsäge arbeiten und es wird bestimmt schneller und schöner, sauberer aussehen, auch wenn man das mit Kreissägen macht. Ich habe mich mal für die Handsäge entschieden, einfach weil es billig ist, einfach ist, kann jeder machen, möchte. Jeder, der es nachmachen möchte, kann das ohne weiteres tun. Man braucht keine speziellen Werkzeuge dazu. Das Einzige ist, wo ich einen Kompromiss eingehe, ist dann später der sichtbare Bereich, wenn ich die Platten zurechtschneide, auf denen wir dann liegen, die Pappelholz-Sperrholzplatten. Da werde ich eine Kreissäge hernehmen, weil da ist der Anspruch an mich selbst als Handwerker zu hoch, als dass ich mit krummen Kanten und Nähten leben könnte. Das muss schon schick und ordentlich sein. Aber sonst soll das wirklich so werden, dass das eigentlich jeder nachbauen könnte. Soll sich jeder ermuntert fühlen, der Bock drauf hat, das einfach nachzumachen. Die größte Herausforderung, denke ich, wird für uns als Familie, wenn wir das zu dritt machen wollen, das Wärmeempfinden meiner beiden Frauen werden. Ich muss mir irgendwas überlegen. Hier hinten habe ich ja, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ringsrum ziemlich viel Glasfläche. Ne? Ich muss das Ganze ein bisschen warm kriegen. Ich habe mir schon angeguckt, es gibt für ca. 50 Euro ein 12 Volt 300 Watt Heizgebläse zu kaufen. Wenn ich diese mache, führt mich das zum nächsten Problem. Das Ding saugt mir die Batterie leer. Also muss ich da nochmal was überlegen. Jetzt los. Ich habe mir hier schon Zollstock-Maßband bereitgelegt. Im Auto liegt noch was zum Schreiben und ein Block zum Aufmalen. Und ich mache einfach erstmal ein bisschen, ich nehme erst ein paar Maße auf und dann gucken wir weiter, was man daraus macht. Erstmal gucken, ob das machbar ist. Leute, guckt euch das an. Das ist der Anfang von meinem Maßband. Und da gehört es eigentlich hin. Es hat einfach beim Messen einmal zupp gemacht. Und das war's mit dem Maßband. Egal. Ich habe es trotzdem hinbekommen. Ich zeige es euch gerade mal. Kleinen Moment. Hier, ein Zettel voll mit Kritzel und Zahlen. Die technischen Zeichner nicht so genau hingucken. Das ist alles nicht normgerecht. Aber egal, ich kann es lesen, ich kann damit was anfangen. So Leute, die nächste Idee. Ich habe da noch so eine kleine Bundeswehrplane, so ein Tarp. Bundeswehr, ja, von Miltec, die billige. Aber egal, ich probiere mal was aus. Ja, noch ein bisschen an der Idee feilen, irgendwie das Ding fixieren, festspannen. Ich muss ja, also kurz zur Info, ich zeige euch das gerade mal. Hier, da etwa endet das bei 1,90 etwa. Ich hätte aber gerne eine 2 Meter Liegefläche, wenn. Das heißt, ich muss mir noch ein bisschen was überlegen, wie ich diesen Überstand hier hinten, Achtung, da ist er, da. Wie ich hier die Kante hier verlängere, da unten auch ein bisschen, da kannst du es länger machen und dann mit so einer Zeltbahn vielleicht irgendwie dicht machen. Die Zeltbahn hat überall diese Laschen und diese Ösen. Da lässt sich doch bestimmt was draus machen, oder? Ich muss mal ein bisschen den Kopf anstrengen. Okay, ich habe jetzt alle Maße aufgenommen. Ich weiß jetzt, was ich für einen Platz habe hinten auf meiner Ladefläche. Mein Straßenrand Low Budget Campingausbauprojekt kann losgehen. Vermeiden, irgendwelche Winkelbeschläge herzunehmen, die sind relativ schwer und teuer, finde ich. Die möchte ich ein bisschen vermeiden, nur da, wo es sein muss. Aber wir gehen jetzt erstmal in den Baumarkt gucken, was man für sein Geld so bekommt und was wir daraus machen.
So, Leute. Soll ja ein Low-Budget-Projekt werden, ne? Deswegen dachte ich mir, bevor ich große Pläne schmiede, gucke ich erstmal, ob Low-Budget überhaupt drin ist. Denn ich werde jetzt mal ein bisschen Preise vergleichen. Wir gehen jetzt mal ins Männerparadies in den Baumarkt und gucken mal, was man so für sein Geld kriegt. Sammeln mal ein paar Ideen, suchen nach Inspiration. Und dann geht's weiter. Cool hier. Ich könnte mich den ganzen Tag hier in der Werkzeugabteilung rumtreiben. Ich könnte einmal alles anfassen, einmal alles angucken. Das war der Baumarkt. Kurzes Feedback, was hat es gegeben. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut, habe geguckt, wie teuer was ist, welches Bauholz es gibt, welche Platten man nehmen könnte, welche Maße es gibt. Ich habe noch ein bisschen leichten Materialien, billigen Materialien auch geguckt. Das soll ja ein Low-Budget-Projekt werden. Jetzt geht es weiter mit Überlegung, Planung, was wohin kommt, wie ich es machen möchte. Und dann gibt es einen großen Einkauf. Freut euch drauf. So, das war genug Inspiration und jetzt ist die Planung dran. Und so sieht es ungefähr aus. Was ich vorhabe, ist einmal hier in den dünnen Linien, sieht man es ein bisschen, ein unterer Rahmen. Das ist hier einmal ein quadratischer oder rechteckiger Teil. Hier nochmal so etwas U-förmiges, was da anschließt. Hier sind die Radkästen. Da liegt dann zum Beispiel hier der obere Rahmenteil, der hier auf diesen Ständern steht. Der obere Rahmenteil ist hier die ganze Fläche der Ladefläche. Das Ganze muss ich in der Mitte nochmal verstärken, damit ich, wenn ich drauflege, auch nicht durchknicke. Und hier vorne bleibt die Kante frei, weil hier kommt der Auszug, die Schublade, die mir die Liegefläche etwas erweitern. Ja, wenn die Planung jetzt schon soweit fertig ist, ich habe hier oben nochmal die Draufsicht, dann können wir jetzt auch losfahren in den Baumarkt und das Zeug einkaufen. Los geht's! So Leute, ihr seht es im Hintergrund. Da, ich bin angekommen. Jetzt wird gleich ein bisschen geshoppt. Und keine Panik, das soll keine Werbung sein. Ich werde dafür nicht bezahlt. Wollt ihr wissen, was ein bisschen ärgerlich ist? Da ist ein LKW quasi, ein Pickup. Passen keine 2 Meter langen Latten rein. So, ich habe mir jetzt hier ein kleines lauschiges Plätzchen gesucht am Rand der Siedlung. Hier fängt gleich das Feld an. Da stört mich niemand, ich störe niemanden, denn heute ist Sonntag. Ich werde versuchen, ohne elektrischen Strom auszukommen. Dadurch, dass ich halt hier am Feldrand stehe und nicht direkt vor der Haustür. Ich möchte nicht so viel Kram machen, meine Nachbarn sind da vielleicht ein bisschen empfindlich am Sonntag. Ihr habt schon im Hintergrund gesehen, ich habe das Bauholz hier, die Platten liegen hier hinten in der Ladefläche. Ne? Ich habe ein neues Maßband, weil das ist ja draufgegangen beim Ausmessen. Und was es jetzt hier mit meinen Kritzeleien auf sich hat, das zeige ich euch gleich. Das sind die Maße vom Ausmessen. Das ist das, was draus geworden ist. Der Plan fürs Grundgerüst steht. Wie ich es genau umsetze, wird sich dann ergeben. Ich habe schon eine grobe Vorstellung, wie ich es mache, aber ihr seht es gleich. Ich habe verschiedene Stärken, Holzplatten mitgenommen. Das ist das stärkere Material, nämlich für die Liegefläche, denn das muss ja etwas über 100 Kilo tragen. Und das etwas dünnere Material nehme ich dann für Seitenverkleidungen, für die Schublade, für die Abtrennung unter den verschiedenen Staufächern. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los.
Ich guck mal, ob ich mit Säge, Leim, Kleister, nee, Leim und Schrauben, Akkuschrauber habe ich dabei, ob ich ohne groß Krach und ohne viel Equipment, teures Werkzeug auskomme, wie weit ich da komme. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht vielleicht noch ein bisschen investieren müsste in Werkzeug. Das wird das Projekt aber ergeben. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, seid gespannt, was dabei rauskommt. Das wird bestimmt cool. Kurze Info zu meinem neuen Maßband, Stanley BM40. Kurz Werbung dafür machen. Denn wusstet ihr, dass die Firma Stanley, die Firma Black & Decker und Dewald eigentlich alles dasselbe ist? Ist eine Aktiengesellschaft, alles dasselbe. Und warum ich euch das sage, ich verlinke es euch wieder unten drunter. Ist ein Affiliate-Link, kostet euch nichts, bringt mir aber ein bisschen was an Unterstützung eventuell für mein Bastelprojekt. Falls ihr noch ein Maßband braucht oder anderes Werkzeug, ich habe unten ein paar Sachen verlinkt. Schaut es euch an, kostet euch nichts, bringt mir Hilfe. Wenn nicht, ihr könnt es auch ohne diesen Link kaufen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir ein bisschen Unterstützung zukommen lasst. Das ist ein teures Projekt. Wir machen erstmal das Paket hier auf, das Holzpaket. Ne? Ich habe eigentlich versucht darauf zu achten, dass das nicht so ein Schrottholz ist. Es ist das Billigste, was ich kriegen konnte. Ich habe trotzdem ein paar Astlöcher drin. Passt drauf auf, wenn ihr euch billiges Holz aus dem Baumarkt holt. Guckt es euch genau an, da könnte auch ein bisschen nicht so schöne Sachen dazwischen sein. Schaut ein bisschen drauf, auch gerade hier bei den Platten. Ich habe einige Platten durchgesucht, bis ich welche hatte, die keine großen Lücken, Risse oder Macken hatten. Da müsst ihr ein bisschen drauf achten, wenn ihr so Billigheimer seid wie ich, dass ihr keinen Schrott kauft. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da. Immer schön das Video, den Kanal hier abonnieren. Bitte möchtet auch gerne die Glocke drücken, wenn ihr alarmiert werden möchtet, wenn ich was Neues rausbringe hier auf YouTube. Ansonsten gerne immer Fragen, Anregungen und Kritik unten in das Video schreiben. Da freue ich mich sehr drüber. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Video, wenn der Campingausbau weitergeht. Bis dann, schönes Wochenende. Ciao.